Hallo liebe Zuschauer, heute geben wir euch ein paar Geschenktipps für Weihnachten. Viel Spaß! Weihnachtstipp, Geschenktipps. Ihr könnt das Video sicherlich auch noch im Jahr schauen und dann ist immer noch die Liste durchaus aktuell, weil in diesem Video zeigen wir euch einige Geschenktipps, unter anderem natürlich auch für Weihnachten. Es sind aber auch ein paar alte Produkte dabei, was auch bedeutet, die sind immer noch aktuell, immer noch gut, die Kinder spielen immer noch gern und ich empfehle es nach wie vor. Deswegen wundert euch nicht, in dem Video ist eine bunte Auswahl dabei und nicht nur Brettspiele, dazu separat was, aber auch Spiele, Spielzeug soll in diesem Video im Vordergrund stehen. In dem Fall für Jung und Alt. In dem Fall natürlich richtet sich es insbesondere an Kinder und Jugendliche und in dem Video stellen wir euch jetzt einiges mal vor. Wir fangen an mit einem, was ich richtig überzeugt bin. Klask. Klask ist ein Spiel, offiziell ab 8 Jahre. Altersempfehlung ab 6. Durchaus, durchaus. Ist ein Zwei-Personen-Spiel, richtig toll. Es gibt es als Zwei-Personen-Spiel, ihr merkt ja, was ich hier habe, das Ganze auch als Vier-Personen-Spiel. Und hier spielt man praktisch gegeneinander. Das ist alles schon das fertige Produkt, wie so ein Fußballmagnet, in dem Fall mit Toren. Das ist richtig toll. Das ist eine klare Empfehlung, auch super Preis. Also da habt ihr wirklich was, wenn ihr gerne zu zweit spielt oder sucht ein Geschenk, was durchaus auch was hermacht, preislich noch Gutes und was Kinder wahnsinnig gerne spielen, dann ist das auf jeden Fall. Dann haben wir natürlich hier Klask 4. Das Ganze gibt es jetzt auch als Vier-Personen-Spiel. Ich weiß gar nicht, ob ich das Video schon online habe. Also es gibt auf jeden Fall ein Video, je nach Zeitpunkt. Da kommt auf jeden Fall noch einiges. Und Klask 4 ist auch richtig toll. Für wie viele Spieler? Vier. Kann man es auch zu zweit spielen? Ja. Ein bisschen schwieriger, weil man da zwei steuern muss. Aber ideal für die Familie, wenn ihr zu viert seid. Ja, wir sind zu viert. Deswegen natürlich das perfekte Spiel für vier Personen. Auch hier Altersangabe ab 8, hätte ich aber auch gesagt 6. Die Alina spielt es nämlich auch schon gerne. Und das ist richtig top. Also auch eine klare Empfehlung. Ist allerdings ein bisschen teurer, müsst ihr wissen. Aber sehr hohe Qualität, also richtig top gemacht. Da zahlt man auch gern ein paar Euro mehr. Boah, schwer. Macht auch was her, wenn man das verschenkt. So, wer ist großer Fan von Bakugan? Das ist der Elias. So, und jetzt haben wir das hier ein bisschen Kamera. Ich glaube, ich zoome ein bisschen näher, dann seht ihr das auch. Elias, was ist denn überhaupt Bakugan? Du bist ja ganz verrückt danach aus dem Hause Spin Master in dem Fall. Bakugan sind Kugeln, die rollt man über Blättchen. Über das hier zum Beispiel. Ich zeig's mal. Warte. Und dann, was passiert? Nein. Nicht immer. Ja, es soll ja auch nicht immer aufgehen. Aber... Warte mal. Ist jetzt der Vorführeffekt. Ja, so soll es auch im Spiel sein, soll nicht immer aufgehen. Und was habe ich dann, wenn ich das jetzt aufgeklappt habe? Dann habe ich den Kampf gewonnen, oder? Oder wenn... Da gibt es etliche Bakugans. Also schaut mal rein, da haben wir einige Videos wenn gemacht. Wenn das ist, beide, dann werden Punkte gerechnet. Da gibt es auch noch einiges, was wir euch dann je nach dem Nachgang vorstellen. Und das waren noch nicht alle, wir stellen euch noch... Ich sage immer, besser als ein Ü-Ei. In dem Fall, da haben die Kinder mehr davon. Kostet natürlich auch ein bisschen mehr. Gibt es Starter-Sets mit Arena etc. Also einiges. Er braucht auf jeden Fall 6 Bakugans. Das ist ein Ultra. Der hat, wenn er rollt und Vollgas, dann steht der so und hinten ist dann die Platzung. Okay, wie viel braucht man denn von den Bakugans? Reicht mir einer oder zwei? Für einen Battle brauchst du 6 Stück. Genau, also müsst ihr ein bisschen was investieren. Guck mal den an. Aber die Kinder sind süchtig danach. Richtig toll, also eine klare Empfehlung. Guck, lassen der die sich wieder. Und wie baue ich die wieder zusammen? Na, die sind schwer. Ultras sind schwer. Aber weil da habe ich schon ein bisschen Schwierigkeiten. Also, die machen auf jeden Fall richtig Spaß. Elias, wir schieben es mal auf die Seite und machen weiter mit dem nächsten Spiel. Ich muss den noch zumachen. Aber auch eine klare Empfehlung. Altersangabe, Elias, ja. Wie würdest du sagen, ab welchem Alter? Ab 6, hätte ich gesagt. 6, 7 Jahre. 6, 7, 8, 9 Jahre. Wäre noch. Okay. Gerade grenzwertig, also eher 6. Und, Moment, Elias, nee, wir machen das den, sonst sollen wir erst das machen. Warum Gravity Tracks? Jedes Jahr an Weihnachten stellen wir euch Gravity Tracks vor. Warum ist es so gut, diese Kugelbahn? Ich habe jetzt nur den Karton, weil es mittlerweile so schwer ist, Elias. Was ist so gut an diesen Gravity Tracks? Da sind viele. Da gibt es viele Erweiterungen, man hat viel Spaß. Und es sind Starter-Set. Man kann verschiedene Bahnen bauen. Und es gibt noch die. Es gibt noch die Erweiterung. Das ist auch gut. Altersangabe ab 8. Wie würdest du es sehen? 5.
5, 6 hätte ich eher gesagt. Und nach oben keine Grenzen, spielen auch gerne Erwachsene. Also das auf jeden Fall richtig toll gemacht. Und deswegen wollen wir es uns jetzt bei diesen Gravity Tracks, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, jetzt einfach ein bisschen kurz machen, aber das ist eine richtig tolle Kugelbahn. Aber wir zeigen euch da noch was. Das richtet sich aber eher an geübte Spieler in dem Fall. Also da habt ihr auf jeden Fall auch viel Spaß und da haben wir auch etliche Videos schon gemacht. So. Kurzer Cut, weil der Elias hat schon seine Vorgaben, was er nämlich da zeigen will. Ich weiß schon, was am Schluss kommt. So, Fiona Funkelstern, ein Spiel für Mädchen. Ja, für Jungs, je nachdem auch. Hier mit einem Nachtlicht. Und da könnt ihr auch spielen. Die Alina ist ganz verrückt danach. Da haben wir auch ein Video, je nachdem ist schon online. Müsst ihr mal schauen. Und da habt ihr praktisch hier dieses Nachtlicht. Und das Kind hat dann auch so einen Stab in der Hand. Und dann kann man im Dunkeln praktisch diese Sterne wegzaubern. So kann man es wirklich sagen. Ist richtig schön. Habe ich am Anfang gar nicht auf den Punkt gehabt, wurde mir dann empfohlen. Das Ganze ab 5, 6 Jahre ist auf jeden Fall die Empfehlung. Ihr könnt es auch als Nachtlicht schon für 4-Jährige nutzen. Also da auch eine ganz klare Empfehlung, in dem Fall aus dem Hause hoch. Das nächste Spiel der Reihe ist Papiro, ein Bastelspiel, Spielzeug aus dem Hause Jumbo, Altersangabe, ja, ab 5, 6 Jahre hätte ich mal gesagt, die Alina, die ist da auch richtig voll dabei, das ist richtig toll. Da haben wir auch ein Video gemacht, da waren auch einige durchaus begeistert davon, weil ich habe am Anfang gar nicht viel erwartet, mal Papier, solche Figürchen zu machen, ist das ganz nett, gibt es auch Erweiterungen, aber das kommt richtig gut an, gerade bei der Alina für Bastelfans genau das richtige Geschenk, wie gesagt, aus dem Hause Jumbo, auch eine klare Empfehlung. So, was kommt jetzt? Auch richtig cool. Eine Kugelbahn, durchaus auch zum super Preis. Galileo Clementoni. Altersangabe, Elias, wie würdest du sagen? Ich hätte gesagt, so ab 6 steht drauf. 5 Jahre, wenn man ein bisschen geübt ist. 4 geübt. Nee, 4 Jahre nicht. 5, 6 Jahre, Tendenz eher zu 6 Jahre. Nee, ne. Ab 6. Glaubt dem Papa, 6 Jahre. Die Alina spielt auch schon ein bisschen mit, aber was ist der Vorteil von der Kugelbahn? Man sieht es hier, da kann man in der ganzen Wohnung richtig große Bahnen bauen und da gibt es auch etliche Erweiterungen dazu. Da könnt ihr Gegenstände dazu bauen. Schaut mal in das Video rein. Es gibt ein Trampolin auch schon. Das ist richtig toll. So eine Achterbahn auch richtig toll. So ein Produkt, was wir, oh, das ist nämlich drin, was ich auch jedes Jahr empfehlen, weil das spielt die Alina gerne aus dem Haus Jumbo. Destineo. Was macht man bei Destineo? Da gibt es Blättchen. Mhm. Hier die. Die legt man hier rein, Licht an, Blatt oben drüber, erscheint es anmalen, aufgezeichnet ist es dann so. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4. Mal nach Vorgabe. Es muss nicht sein. Ich habe jetzt auch mit Pädagogen mal gesprochen. Klar, das hat für und wider, aber den Kindern macht Spaß. Sie sollen ja auf eigene Ideen kommen, aber das ist richtig toll. Das ist eine klare Empfehlung. Ich zeige das jedes Jahr schon als Geschenktipp, weil das nach wie vor super ankommt. Empfehlung ist hier ab 4 Jahre durchaus. Das spielen noch Kinder mit 6, 7 Jahre durchaus. Der Elias ist jetzt vorbei. Also ich hätte sogar 4 bis 7 Jahre in dem Fall. Eine tolle Erfahrung mit Licht, richtig vielen Formen dabei. Also auch eine klare Empfehlung. So, Elias, was nehmen wir als nächstes? Spielzeugbereich? Beste hebt das sich für den Schluss auf. Pit-Pat. So, das ist ein Spiel. Simba in dem Fall. Ja, man sieht es hier kaum. Ihr seht so, ja, wie soll es sein? Eine Minigolfanlage auf dem Tisch. So könnte man es auf jeden Fall dann sagen. Mit verschiedenen Leveln. Am Anfang habe ich gedacht, oh, ich weiß nicht, so viel Plastik und ob das überhaupt Spaß macht. Die Kinder haben richtig viel Spaß. Da haben wir auch ein Video dazu gemacht. Altersangabe ist jetzt hier. Es wollt ihr ja immer wissen. Ab 5 Jahre, 6 Jahre, 5 Jahre steht drauf. 5 Jahre, 5 Jahre. 6. Fünf. Empfehlung. 5. 6. 5. 6, 7. 5. 6, 7, 8. 5. Also könnt ihr entscheiden. Also das auf jeden Fall. Aber macht auch richtig Laune und macht Spaß. Hat, glaube ich, 20 verschiedene Bahnen dabei. Also auch etliche Möglichkeiten. So, was 18. haben wir jetzt? 18 sind es. Okay, weiß besser. Besser ist gut, dass der Elias dabei ist. Das nächste Produkt aus dem Hause Clementoni. 4 bis 6 Jahre passt auf jeden Fall. Nutzt gerne die Links unten in der Beschreibung, da unterstützt ihr uns. Teilweise gibt es die Produkte auch im anderen Handel oder im Fachhandel, müsst ihr mal nachfragen. Aber wenn ihr die Produkte unten dann über die Links kauft, dann unterstützt ihr uns nämlich. Und das wäre super, wenn ihr das dann machen würdet. Wie gesagt, Magic Light Board. Um was geht's hier? Da habe ich auch ein Video gemacht. Das ist ein Board, da könnt ihr im Dunkeln malen. Da ist so LEDs drumherum. Das ist richtig toll. Und die leuchten dann in dem Fall die Farben, wenn man das Licht dann ausmacht. Das sind LEDs dann drumherum in 3 verschiedene Farben. Also für Leute, die oder Kinder, die gerne malen, eine klare Empfehlung, auch richtig toll gemacht. So, und das haben wir auf der Messe mit. Lebenshilfe und man Gießen. Muss aufpassen. Ja, das ist. Oh, ich muss auf deinen Ninjago aufpassen.
lassen. Das ist richtig toll. Ein Fußballspiel für zwei Personen. Eine riesen Box, durchaus schwer, zum super Preis. Haben wir auf der Messe in Essen haben wir das gekauft. Das ist auch richtig toll, macht richtig viel Spaß. Also wenn ihr da was sucht, Lebenshilfe Gießen, Fußballfan seid, so ein Schnippspiel, da gibt es auch ein Video dazu. Also das ist auch richtig toll. Das war jetzt aber richtig schnell formuliert. Aber Elias, was ist dein Highlight? Was wohl? Das ganze Zimmer ist voll mit Iago. Ja. Da ist das drin. Okay, was willst du? Was ist denn das? Fliegt schon auseinander, dein Ninjago. Cool, oder? Ja. Ninjago, der Elias ist ein Riesenfan von Lego und Ninjago. Damals mal beispielhaft so ein Ninjago vor uns. Das ist die Nummer 70676. Falls der eine jetzt auch bestellen will und sagen will, das ist ja mal cool. Nein, das ist die Nummer 70676. Habe ich doch gesagt. Habe ich es falsch gesagt? Mhm. Ist es gut? Ja. Aber ab 9 Jahre. Das war nicht alles. Das kriegen auch Jüngere hin. Also das auf jeden Fall. Ihr sollt ein bisschen Lego erprobt sein mit dem Bauen. Dann ist durchaus auch was für Jüngere. Und dass ihr wisst, was noch drin ist. Oh, die muss ich mal zeigen in die Kamera. Schaut mal hier. Sieht man das gut? Ja, das muss ich jetzt erst scharf stellen. Also die sind auch richtig toll. Was ist denn das Coole an Ninjago überhaupt? Dass da jedes Jahr immer coolere Figuren dazu. Die werden immer besser, immer cooler. Also da schaut mal rein, wenn ihr immer coolere Roboter. Und der ist richtig toll. Also wenn ihr was sucht, da gibt es auch immer wieder neue Serien. Und ich zeige euch mal die Fallen daran. Und da gibt es auch Fallen, die schießen auch. Wenn es so ist und jemand greift die an, kann man es hochmachen und der Lloyd kann rausgehen. Der Lloyd, genau. Also der Elias war auch schon im Film drin. Man kann hier, Achtung, richtig toll. Wow, okay, da kann man einiges machen. Also habt ihr auf jeden Fall gesehen, eine klare Empfehlung, hier was jetzt hier noch ein Geschenktipps angibt. Und das Coolste daran ist, das lässt sich abnehmen. Hm. Ja, der Profi hier, nicht ganz, doch, lässt sich abnehmen. Und das sind viele Pfeile, die schießen, deswegen auch die Anlassangabe ab 9. Es gibt auch ohne Sets, wo ohne Schießen in dem Fall was dabei haben, aber... Ja, da kommen die Kinder auf jeden Fall mit klar. Macht richtig viel Spaß. Der Elias baut das immer gleich zusammen. Also da kommt man voll auf die Kosten. Ich glaube, das waren alle Infos. Ist einfach nur hier hinten dran. Zu Lego bzw. zu den anderen Sets. Jetzt habt ihr eine bunte Auswahl, was jung und alt angeht. Ich sag herzlichen Dank. Wie gesagt, mir ist früher immer der mittlere Flügel abgefallen. Okay. Weil ich das nicht so gemacht habe, sondern... Andersrum. Nein, nicht andersrum. Warte mal. Bauprofi hier. Aber Ninjago geht immer, so immer bei ihm. Guck. Okay. Na, nicht stabil. Okay. Ich glaube, das waren alle Infos. Wir verabschieden uns. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Das war einige Wenn's Tipps. Wenn es euch gefallen hat, dann gibt uns einen Daumen hoch oder ein schon Abo. Wie von der Über Abos werden Automat. Wir uns freuen. Von meiner Seite sage ich mal tschüss, mach's gut, bis bald. Bye, bye, auf Wiedersehen. Und ihr könnt ja mal reinschreiben, was euch noch an Ideen einfällt, an Geschenktipps. Sind wir immer dankbar. Was ihr jetzt habt aus dem Bereich Spielzeug in dem Fall. Schreibt es gerne mal in die Kommentare rein. Genau, das wäre super, wenn man da noch ein paar Hinweise bekommt. Oder alte andere Eltern, die da zuschauen, die jetzt auch mitschauen. Schreibt es unten gerne mal in die Beschreibung rein. Es gibt so viel zu entdecken, was alt und neu angeht. Also tippt es gerne mal rein, die Kommentare. Da bin ich sehr neugierig. Das gibt es jetzt, das sind die Eisdroiden. Jetzt gibt es noch die Feuerschlangen. Okay, ihr merkt, die Serie lässt nicht nach. Und immer mal wieder ein Tipp, auch von Lego an dieser Stelle, darf nicht fehlen, weil das ist einfach cool. Jetzt aber tschüss, bis bald.